Das war's also mit dem Finale. Knapp vorbei, ist aber leider auch daneben. Hat nicht sollen sein, der Schock sitzt tief. Der Traum ist geplatzt, nix mit Titel Nummer 4. In Südafrika ist Winter und Deutschland ist am Frieren. Die junge Elf hätt's verdient, ins Finale zu ziehen. Mann, nur sahen sie leider alt aus gegen das spanische Team. Und hätte, könnte, würde, wollte, nützt es alles nix. Wir hatten zu viel Respekt und zu wenig Ballbesitz. Der Gegner war zu souverän, genau das war das Problem. Und statt süße Titelträume gibt's jetzt salzige Tränen. Das tut ganz schön weh, ja, ich kann's verstehen. Aber Herr Kapitän, yeah, lass die Fahne nicht auf Halbmast wehen. Denn 2010 habt ihr gerockt und die ganze Welt hat's gesehen. Ey, was war das für Szenen? Ey, meine Konter so präzise, das Mittelfeld so kreativ, die Abwehr so solide. Was ist das für ein Team? Was waren das für große Spiele? Was für Gänsehautmomente? Was für unverdiente Siege? Und es ist nicht Schluss, jetzt heißt munterputzen, weitermachen. Es ist noch nicht an der Zeit, die Fußballschuhe einzupacken. Zwei Tore Klose, das wär ganz großer Sport. Miro, hol dir die Krone, komm und knack den Rekord. Jungs, wir sind stolz auf euch, legt euch nochmal ins Zeug. Verzaubert uns nochmal und zeigt uns echten Traumfußball. 1, 2, 3, 4, sagen danke fürs Turnier. 3, 2, 1, es war echte super Zeit. 1, 2, 3, ihr habt die Welt elektrisiert. 3, 2, 1, drum kommt ihr als Sieger heim. Also jetzt zeigt nochmal Uruguay, wo der Hammer hängt. Wir sind im Fußballfieber und freuen uns auf die Bundesliga. Fett!